negative Kommentare in Social Media und unter Anzeigen. Das kann ganz schön Angst machen, da möchte man sich am liebsten verstecken. In diesem Video zeige ich dir, wie du total souverän auf negative Kommentare reagieren kannst und wie du damit sogar deinen Umsatz steigern kannst. Und am Ende des Videos gebe ich dir noch einen Tipp, wie du jeden negativen Kommentar direkt in Keim erstickst. Nee, es gibt sogar zwei, also es lohnt sich, dran zu bleiben. Hallo, weg mit dem Kissen! Mein Name ist Miriam und ich unterstütze Unternehmer dabei, profitable Anzeigen zu erstellen mit Storytelling und Verkaufspsychologie. Mein System heißt Story Marketing für Hirn, Herz und die Geldbörse. Wenn wir Online-Anzeigen schalten, dann kommen wir in die Sichtbarkeit. Und zwar wusch! Nicht nur ein bisschen, sondern rasant. Und da gibt es halt immer auch mal ein paar Leute, die sind uns nicht wirklich gut gewogen. Egal wie gut dein Produkt ist, egal wie gut deine Anzeige ist, es gibt immer irgendwelche Leute, die darüber rummäkeln. Man nennt sie im Online-Marketing-Sprech auch Trolle. Die haben meist viel mehr Probleme mit sich selbst als mit dir und lassen es nur an dir aus. Aber das Ergebnis ist einfach trotzdem unschön. Schreib mir doch mal unter den Kommentaren hier rein, unter dieser Anzeige. Nervt dich das? Hast du deswegen Angst, auf Social Media unterwegs zu sein? Und wie gehst du damit um? Schreib es mir hier unter die Kommentare. Und was ich hoffe, dass du dich deswegen nicht von Online-Anzeigen abhalten lässt, denn sie können dein Business richtig nach vorne katapultieren. Darum, es gehört also zum Spiel, darum lass uns doch dieses Spiel nach unseren Spielregeln spielen. Das ist zum Beispiel eine dieser Anzeigen. Und du siehst, diese Anzeige hat 117 Likes und lächelnde Gesichter, 25 Kommentare, ist 8-mal geteilt worden. Und da steht drunter cooler Träger. Leider geil zu dieser Anzeige. Bei cooles Video, toll gemacht und herzhaft gelacht. Nun ja. Aber da gibt es auch bei Feuer, habe ich aufgehört zu lesen, weil ich einen ziemlich langen Text habe. Es gibt aber auch hier beste Werbung auf Facebook. Danke, Miriam. Und während der eine nicht so ganz so glücklich war, habe ich hier ihm drauf geantwortet. Habe hier seinen Namen genannt. Menschen, die schnell aufgeben, sind nicht meine Zielgruppe. Dazu gehörst du wahrscheinlich nicht. Danke für den Hinweis. Und du siehst, das ist sogar geliked worden. Wenn du also souverän auftrittst, wissen das die Leute zu gutieren. Das ist hier eine andere Anzeige. Und du siehst, auch die hat 204 Daumen hoch, Gelächter, Herzchen, 64 Kommentare. Die ist 23 Mal geteilt worden. Also wirklich, gerade bei mir auf FB aufgeploppt und interessiert hängen geblieben. Du wirst so sympathisch und motivierend. Hab direkt Lust zu starten. Mir fehlt nur das Produkt. Und hier, ich liebe diese Werbung. Oder sehr sympathisch, offen und ehrlich. Ich kaufe es jetzt einfach so. Dann hat hier aber noch jemand sich darüber ausgelassen, dass das von der Qualität ihm nicht so richtig gut gefällt. Aber da hat er die Leute hier unterschätzt, die hier unterwegs sind. Schau dir das mal an. Ganz ehrlich, scheiß drauf, ob das Video professionell aufgenommen wurde oder nicht. Ich ignoriere solche Anzeigen immer, aber diese habe ich mir angeschaut, weil sie anders erfrischend ist. Also Leute, hört auf zu meckern. Bei mir hat es funktioniert. Wenn die Leute sogar dir zu Hilfe kommen, wenn irgendetwas jemand Blödes drunter geschrieben hat, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und siehst du, dass ich Likes und Herzchen auf meine Antwort bekommen habe? Das passiert, wenn du zeigst, dass du souverän mit diesen Trollen umgehst. Es ist sogar so, dass mich Leute angesprochen haben darauf, dass ich so souverän antworte, und ich habe sogar Leute, die mich deswegen gebucht haben, weil sie haben gemerkt, die Frau steht zu dem, was sie sagt. Die Frau lässt sich nicht einfach von Schwierigkeiten umhauen, und im Business haben wir immer wieder Schwierigkeiten. Ich war eine Leitfigur und sie wollten deswegen mit mir ihr gemeinsam ihre Online-Anzeigen aufsetzen. Aber ich habe dir ja noch einen Trick verraten, wie du direkt irgendwelche Kommentare im Keim ersticken kannst. Also, bei uns Frauen ist das ja oft so, bei Männern ist das, glaube ich, nicht so. Also, sag mir mal, wenn du negative Kommentare bekommen hast, hier unten, schreib es mir mal hier in den Kommentaren rein,
Was haben die so kommentiert, diese Trolle? Bei Frauen ist es oft so, dass auch gern das Aussehen kommentiert wird. Oft werden gerne meine Haare kommentiert und man hat mich gefragt, bevor ich doch vor die Kamera gehen soll, sollte ich doch bitte mal vorher zum Friseur gehen. Was habe ich geantwortet auf diesen Herrn, der mir das vorgeschlagen hat? Ich habe gesagt, vielen Dank für den Kommentar unter meiner Anzeige. Ich lerne immer gerne von Experten. Du scheinst ja ein Haarexperte zu sein. Zeig mir doch bitte mal dein Haarstyling. Was gab es darauf? Was für eine Antwort? Wie war doch mal die Antwort? Was sagte er? Genau, nichts. Absolut nichts. Damit machst du diese Kritiker sofort mundtot. Denn sie haben überhaupt nichts zu sagen. Sie haben einfach nur ihre schlechte Laune an dir auszulassen. Sie haben einfach nur auszulassen, dass du dich traust, dich zu zeigen, dass du ein Unternehmen hast und sie in ihrem kleinen jämmerlichen Dasein das auch gerne hätten, aber sich nicht trauen. Und das lassen sie an dir aus. Und ich habe dir zwei Tricks verraten. Jetzt gibt es auch noch den zweiten. Und den kannst du eigentlich immer nutzen, auch wenn man eben nicht dein Aussehen kommentiert. Nochmal, irgendwie so ein Idiot schreibt mal wieder was Schlechtes unter deine Anzeige. Und dann sind wir erstmal höflich. Danke für den Kommentar. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, einen Kommentar unter meine Anzeige zu schreiben. Darf ich dir einen Tipp geben? Wenn mir etwas nicht gefällt, dann scrolle ich einfach weiter, anstatt meine Zeit weiter zu verschwenden unter Dinge, die ich eh nicht mag. Probiere es mal aus. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Macht sie auch sofort mundtot, weil du ihnen den Spiegel vorhältst, dass das einfach total hirnverbrannt ist, was sie da gerade machen. Also, schon nur die zwei Tipps werden zeigen, dass du total souverän mit den Kommentaren unter deinen Anzeigen, unter deinen Social Media Posts umgehst. Und damit du nicht nur souverän mit schlechten Kommentaren umgehst, sondern auch richtig profitable Online-Anzeigen hast, bleibe hier auf dem Kanal, denn jede Woche gibt es ein neues Video. Gib mir einen Daumen hoch für dieses Video. Wehe, du schreibst einen schlechten Kommentar. Du weißt mittlerweile, ich kann damit sehr souverän umgehen, aber Spaß beiseite. Hier, gib mir den Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du keins von den Videos hier verpasst. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.